Es geht weiter bei Oblivion, Elder Scrolls 4. Jetzt müssen wir, wie im letzten Part schon gesagt, mit dem Orain sprechen. Das hat er uns schon gesagt. Und, oh, wir können da mal so ein bisschen schlafen. Wie viel Uhr haben wir denn? Oder machen wir das später? Nein, das machen wir jetzt. Dann gehen wir jetzt auch mal schlafen, dann können wir uns nämlich direkt weiterentwickeln. Machen wir am besten mal, 5 Stunden reicht. 5 Stunden reicht, denn dann machen wir uns mit der Schnellreise auf nach Korol. Jetzt können wir halt wieder die pa Bereiche entwickeln, wo wir uns am meisten entwickelt haben. Das war erstens die Schnelligkeit und zweitens die Stärke. Und dann können wir halt noch gucken. Ja, Geschicklichkeit sieht eigentlich immer ganz gut aus, weil die brauchen wir auch im Laufe dieses Spiels noch sehr häufig, wenn wir irgendwo schleichen müssen und so. Die Kämpfergilde basiert eher darauf, dass man häufig irgendwo reinrennt, den nächstbesten niedermetzelt und schon hat man den Auftrag erledigt. Bei der Diebesgilde und bei der Gilde der Dunklen Bruderschaft läuft das ein wenig anders. Da muss man nämlich häufig schleichen und so. Und jetzt gehen wir halt nach Korol mit der Schnellreise. Und wir müssen dann direkt mit dem Modren Orain sprechen. Oh, hallo. Der wird wieder in seinem kleinen Häuschen sein. In dieser kleinen Siedlung. Möge die Tugend mit euch sein. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Dies sind natürlich keine offiziellen Verpflichtungen. Man wird euch sogar wahrscheinlich aus der Gilde werfen, sollte Velena erfahren, dass ihr hier seid. Ich wurde schon hinausgeworfen. Das heißt aber nicht, dass ich erledigt bin. Ich habe vor, die Dunkelforstrotte zu erledigen, und dabei brauche ich eure Hilfe. Um sie zur Strecke zu bringen, brauche ich mehr Informationen. Laut meiner Quellen wollen sie sich ausbreiten und haben ein Lager in der Waldwiesen-Nebelhöhle aufgeschlagen. Geht dorthin und schnappt euch Ajum Kajin. Das ist einer ihrer Anführer. Bringt ihn hierher zu mir. Ich möchte etwas Zeit mit ihm verbringen. Wir haben Dinge zu besprechen. Er ist für diese Expansion verantwortlich. Ich weiß, dass er ein hochrangiges Mitglied der Gruppe ist. Ein agonischer Magier, wenn ich richtig informiert bin. Holt ihn her. Da, ja, da müssen wir einen kleineren, also einen längeren Fußweg jetzt hinlegen, weil wir diesen Ort auch überhaupt nicht kennen. Mal gucken, wie viel. Ja, ich lasse ein paar Sachen. Die verkaufe ich jetzt hier noch. Ich möchte mich nicht aufdrängen, aber ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Meine Tochter, Dharma, ist verschwunden und ich weiß nicht, was ich tun soll. Da müssen wir später drauf eingehen, auf die Quest. Ihr müsst aber die noch kann uns viel auch, lernen. Hier. Macht bessere Geschäfte beim Kaufen und Verkaufen von Waren. Das ist immer sehr wichtig. Wissen da kann man ist. Nämlich ganz Ihr viel müsst Gold noch. Finden. Ich bin bereit. Auf zum Training. Auf zum Training. Gut. Und jetzt halt einige Kann Sachen ich euch verkaufen. Etwas von meinen Waren zeigen? Ihr wollt mich wohl im. Das ist doch nicht euer... Nanu. Dabei haben wir doch so eine gute Geschäftsbeziehung. Das klingt nach einem... Schon Ihr aus. Seid ein... Ein... Ein exzellentes Geschäft. Ein Ex... Ein guter Preis. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Genau, den behalten wir jetzt, den Glühstaub. Aber Koboldgalle kann man noch sehr wenig machen mit das und auch Knochenmehl. Ihr seid ein. Ogerzähne nehmen auch sehr viel Platz weg, genau wie das ganze Trollfett, was wir nicht brauchen. Ihr seid ein harter Feind.
Bildbrett auch. Das klingt nach einem angemessenen... Ein guter Preis für einen guten Kunden. Und halt hier ein die guter kleineren Sachen. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Schönen Tag. Jetzt gehen wir noch gucken, ob wir andere Sachen noch verkaufen können. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Und das ist das Feuer und Stahl. Schilde, Waffen und Reparaturen. Was kann ich für euch tun? Wissen ist Macht. Wenn ich's nicht reparieren... Können wir erstmal alles reparieren lassen? Kriegen wir ein bisschen mehr Geld dafür? Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Da gehen wir erstmal ein bisschen höher. Den Goblin-Stab brauche ich jetzt nicht mehr, den kann man auch ganz... Ihr müsst mir schon ein Best... Den Preis kann ich mir nicht... Ihr glaubt doch nicht ernst... Das ist viel mehr... Solche Geschäfte. Die ist hart. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Gut. Das habe ich jetzt gefunden. Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Schöne Stadt, aber hier braucht man Geld, um gut leben zu können. Geht vor die Stadttore, geht auf die Jagd, verkauft die Häute oder plündert alte Höhlen und Ruinen. Egal, Belet ist ein komischer Vogel. Und ich bin sicher, dass neulich seltsame Geräusche aus seinem Keller drangen. Schönen Tag. Wie ist das werte Befinden? Der Kaiser und seine drei Söhne. Wer hilft einem alten Bettler? So, dann geht's jetzt auf zu der einen Höhle. Die Orain uns verraten hat. Und dann müssen wir dann den guten Mann rausholen. Sind. Ja. Müssen wir uns nämlich gleich rechts halten. Hier nämlich nach rechts. Wir können uns von dem Bogen bewaffnen, denn... Oh, hat mich schon entdeckt. Ist auch immer wichtig, die Dietrich hier mitzunehmen. Ja. Doch, kann ich auch behalten. Weil der Feuerball, den werde ich hinterher gegen die Gefangenen oder gegen die Gruppe der Dunkelforstrotte noch gebrauchen. Und hier ist dann auch besser, wenn man wirklich mal den Weg entlang geht. Damit auch ein bisschen Erfahrung gesammelt wird im
Kampf mit Gegnern. Und damit wir auch ohne große Umwege die Höhle finden. Ein da haben wir jetzt einfach mal einen Baum als Deckung benutzt, damit er uns nicht so schnell treffen konnte. Ein Reiter der kaiserlichen Legion. Ich höre euch zu, Bürger. Die uns auch quasi beschützen auf dem Weg, wenn uns da irgendwie so ein starker Gegner entgegensteht, denn diese Leute sind schon sehr stark. In meiner jetzigen Stufe würde ich gegen einen alleine nicht viel ausrichten können. Da müsste man schon irgendwie verschieben oder so. Aber ja, das wäre schon sehr schwer. Das würde man wahrscheinlich auch nicht überleben. Oder am bestenfalls ersteckt einen ins Gefängnis oder in den Geldstrafe. Und da haben wir sie auch schon, die Waldwiesen-Nebelhöhle. Und direkt rein. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Na, der Kriegshammer ist verzaubert. Den nehme ich da gleich mal mit. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Oh, oh, oh. Da unten kommen mehr. Dann nehmen wir doch gleich mal den großen Kriegshammer. So. Genau, den hatte ich schon durchsucht. Dann kommen jetzt die anderen drei zum Durchsuchen. Diese magischen Waffen, die auch leicht zu tragen sind, würde ich selbst immer mitnehmen, da man die ganz schnell auch für gutes Geld umversetzen kann. Da auch wieder. Einige Sachen, die mitgeschleppt werden. Ah, Griffzirkel und Zange wieder. Hatte ich schon reingeguckt. Thank you.
Wer ist da? Wer ist da? Was? Hallo? Wer ist da? Den kann ich so nicht sehen. Da auch nicht. Wer ist da? Was ist das? Wer ist da? Wo seid ihr? Gut, dann nehmen wir jetzt wieder den großen Kriegshammer. Das war wohl gar nicht. Was? Wo seid ihr? Hey! Zeigt mir, was ihr da habt. Also die Dunkelforstrotte hat einiges an Magie Teilen dabei. Die sollte man auf jeden Fall mit. Oder verzauberte Axt. Hier oben ist nichts. Dann müssen wir da einmal in die gegengesetzte Richtung gehen. Reparaturhämmer, das ist schon jetzt sehr gut. Die können wir nachher auch verwenden. Gut, da ist er. Jetzt können wir erstmal seine schönen Sachen durchwühlen.
verschwindet! Was wollt ihr? Bleibt weg von mir! Schön, schön. Ich komme mit euch. Meine Wachen sind tot. Ihr habt gewonnen. Vorläufig. Gut, damit kommt er mit. Und jetzt können wir auch wieder unsere Zaubersprüche verwenden, dass sie Wunden heilen. Und wir können auch was zusammenmischen. Den Schaden können wir auch darauf machen. Jetzt können wir wieder was zusammenmischen. Leider nicht sehr viel. Dann gehen wir jetzt weiter. Der ist dabei. Jetzt können wir, ich bin mir nicht sicher, aber wir probieren es einfach mal, mit der Schnellreise nach Koroll zu kommen. Jo, geht tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es geht, wenn man eine Geisel mit hat, dass man den quasi den ganzen Weg dahin eskortiert. Aber wie ihr gesehen habt, es klappt auch so. Gruß euch. Wir machen Fortschritte. Ihr habt ihn. Lasst uns über Ajunka Jin sprechen. Ihr müsst Ajunka Jin finden und zu mir bringen. Ich muss mit ihm sprechen. Ihr habt ihn zurückgebracht. Gut. Ich will über die Größe ihrer Truppen informiert sein und wissen, wer sie anführt. Außerdem möchte ich wissen, woher sie ihre Kräfte beziehen. Tut alles, was nötig ist, um ihn zum Sprechen zu bringen. Wenn ihr ihn überreden könnt, gut. Wenn ihr zu härteren Methoden übergehen müsst, Pech für ihn. Aber bringt ihn nicht um. Wir brauchen seine Informationen. Nun geht und sagt ihm, er soll sich setzen. Sollte er Anstalten machen, aufzustehen, bringe ich ihn noch eigenhändig um. Also was wir jetzt auf jeden Fall machen, mir ist es auch schon mal passiert, ich habe einfach mit dem Hammer drauf gehauen. Komplett ohne Waffe, nur die Hände. Was wollt ihr? Ist jetzt Folterzeit? Tut euer Schlimmstes! Schön! Ihr macht mir keine Angst! Schlagt mich! Foltert mich! Ich werde euch nichts sagen! Ja, ja, genug! Was? Ich erzähle euch, was ihr wissen wollt. Niemals! Lieber würde ich sterben! Gar nichts, sage ich euch! Nein! Ich werde ihn nicht verraten! Ich werde euch nichts sagen!
Wir sind nun mehr als 100 Mann. Wir werden jeden Tag mehr. Ups. Ich war an... Ihr schafft das. Doch, zu da schnell. Ihr es geschafft habt, das Verhör zu vergeigen, haben wir nun zusätzlich Arbeit am Hals, wenn wir die Dunkelforstorte aufhalten wollen. Wir haben aus dem Argonia offensichtlich nicht genügend Informationen herausbekommen. Ich möchte, dass ihr sie unterwandert. Holt euch Informationen aus erster Hand darüber, wie sie arbeiten. Lebt wohl. Okay, damit sind wir dann quasi auch bei dem nächsten Quest schon angelangt, dem wir uns hinterher widmen müssen. Und ja, leider ist er jetzt doch gestorben. Wenn ich es jetzt auch komplett richtig gemacht hätte, hätte man ihn quasi dreimal hauen müssen, um Informationen aus dem herauszubekommen. Aber das hat ja nicht so funktioniert. Er war direkt beim dritten Schlag schon hinüber. Also wir sehen uns dann weiter wieder im nächsten Quest der Kämpfergilde.